Jo Leute, Ergi hier mit Nadine. Was geht? Hallo Freunde! Wir machen weiter mit Akt 2, Gears 5er. Koop Campagna. Campagna, Champagner. Weißt du noch, wo wir aufgehört haben? Ah, ich weiß es. So, wie ich das Foto sehe, verstehe ich es gerade. Mit diesem Schneemobil. Ja, genau. Und dann, aber wir sollten. Ich glaube, es geht jetzt gleich ab. Wir haben, glaube ich, gesagt, jetzt wird sie gleich richtig fetzen. Fetzen haben ja, wir waren doch, gesagt. Wir waren doch in diesem komischen Kinderquäl-Labor. Da wo so eine KI die Kinder gequält hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Das war heftig. Das war Heftikon. Wir sollten zurückgehen. Weißt du, was jetzt gemacht wird bei Zahnärzten? Ja. Oder bei meinem Zahnarzt? Zähne geputzt. Nee, ich... bevor sie ihn angefangen hat, musste ich Listerine gurgeln. Ach Gott, echt? Weil man, ja, weil man sagt, dass das gegen die Viren ist bei Corona. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Das wer, fand ich hammerverhalten. Wer sagte das? Für uns. Ja, die Frau Zahnseide. Das Problem ist, die bei mir die Dings gemacht hat, die Zahnreinigung. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Das ist völlig verrückt. Über die Funktürme, die sie passiert hat. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche einen der Türme, dann finden ja, wir auf den Weg zurück. Okay, ist das nicht klar. Absoluter Quatsch? Ja, ich weiß es nicht, hallo, ehrlich gesagt. Wo finden wir die? Wir müssen weiter hoch. Genau. Wir sind auf Eis unterwegs. Ich fahre hier um diesen Brocken rum, weil ich gerne auf dem Eis drifte. Denn ich bin der Drift King. I want it better. I want it for Tokyo. If you said I don't even know how you have to do it. Noch ein Sicherheitstor? Oh no. Wie viele verdammte Tore gibt es denn da draußen? Ich hab nicht gezählt, meine Liebe. So wird's klappen. Hier ist ein Bedienpanel. Ach, da kann ich unseren kleinen. Warte. Jack? Kümmer dich um das Ding. Jackie Boy. Jack. Kümmer dich gefälligst um dieses Ding. Bist du Entdecker? Weißt du, man sollte die alte Chor für ihre Fortschritte bei großen Toren mehr würdigen. Oder sie wurden genug gewürdigt. Na los, gehen wir rein und machen es frei. Bin zu dick. Okay. Hey, Jack ist da auch durchgegangen. Er ist ein kleiner. Jack, Impuls. Hast du den ausgelöst? Ja, klar. Ah, nicht schlecht. Muss ja alles im Blick haben, weißt du? Ich sehe Unschuldigkeit. Oh. Erledigen wir sie. Danach kümmern wir uns. Wo bist du? Ich bin hier oben. Da ist deine Leiter. Alter, dass man hier nicht springen kann, das ist auch echt ungewohnt. Ja, das finde ich auch. Oh shit. Er hat mega viel Leben. Ja, das war's. Oh, alles voll. Alles voll mit Scharfschützen. Ich bin tot. Ach Quatsch, echt? Da war ein Hammer. Ja. So. Ab in Deckung. Ja. Au, oh, aua, au, au, fuck. Was war das denn? Was ist das für ein Ding? Schon wieder so erwischt. Erstmal kurze Entdeckung bleiben. Ach, die werfen auch Granaten. Oh, shit! Oh Mann, so ein Wichser! Ich hole mal für unseren Kleinen so ein Gerät. Ach,
Das bringt mich auf eine Idee. Oh, scheiße, sorry, ich bin schon wieder dran. Du wirst es überleben. Nee, wär ich nicht. Alter. Also, dann fragt man sich, ob deine Waffen überhaupt Schaden machen. Okay, du bist komplett tot. Ich bin richtig zerschossen worden. Du hast einen Gehirnbohrer gekriegt. Ich habe aber auch irgendwie keine Munition mehr für meine geilen Waffen gehabt. Ja, aber die hat man das ja sowieso nie. Das nervt so. Richtig. Aber also, ich habe meinen... Ist der Lancer, macht der viel Schaden? Nee, eben nicht, aber das, nee, ist doch die, ne? Das ist doch diese Signaturwaffe von diesem, ja, Spiel, also oder nicht? Also tatsächlich hier unten links, ne, vor der Treppe, da sind wirklich, da ist eine gute Waffe. Die kannst du dir ja mal nehmen. Probier du die mal aus. Ja, das ist ein Schussgewehr. Genau, das ist ganz geil gewesen, aber erstmal hast du wieder keine Munition. Ich weiß nicht, ich lauf mal hier hinten nochmal hin. Vielleicht ist hier noch mehr irgendwo zu holen. 6 Schuss nur? Ach doch. Ja, warte, das ist da oben gab's doch Munition. Erledigen wir sie. Das Tor muss warten. Ich hole sie mir schnell. Dann räume ich hier mal ein bisschen auf. Hast du Munition gefunden? Ja. Ah, das ist natürlich geil. Boah, Alter, du Ficker. Geh einfach bitte in Deckung, ich kümmere mich. Ah, guck mal, hier oben war ich gar nicht. Ich sammle lieber was für Jack ein. Fisch. So, der erste ist platt. Ja, und dann kamen hier noch alle raus, ne? Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Warte, ich muss einmal kurz hier... Fuck, ey, ich werde hier voll abgesniped. Boah, Alter, die sind so witzig, wie die reden. Okay, einmal helfen. Helfen? Ja. Tot. Blute hier. Ja. Oh, Alter, diese Steuerung. Oh, danke. Oh, Alter. Das ist echt heftig manchmal. Vor allem, ich sehe sie nicht. Ich habe sowieso so schlechte Augen. Okay, hab einen. Wir müssen den, der mit den Granaten schmeißt, da hinten mal killen. Ich bin am Boden! Scheiße, Mann, diese Granaten gehen mir so auf den Sack. Tot. Ich hab noch 3 Schuss. Komm mal am besten hier oben rein. Und bleib hier. So. Nein. Okay, denn ich hab noch einen Schuss. Wo ist der Sniper Renew? Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn erwischt hab. Nee, hast du nicht. Hab ihn. Oh, fuck. Ah, ich bin tot. Ah, du kommst wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig an. Ich bin wirklich ganz woanders. Ich blute wie ein Schwein. Oh, fuck. Ja, ich musste meine andere Waffe wiederholen. Aber ich war da. Ja, ja, das ist das Problem, dass ich von alleine losgelaufen bin. Also das ist echt herausfordernd hier. Man sieht die Gegner nicht. Man hat unglaublich wenig Munition, beziehungsweise Waffen, die keinen Schaden machen. Die Gegner halten hammer viel aus. Aber das mag ich ja gerne, sowas, ne? Also das mit dem... Wenn man auch mal hängt. Ja.
Du hängst gerne. Ich seh oben nach. Okay. Shit, Kate, oben sind Scharfschützen. Ja, und die brauche ich ja nicht. Danach kümmern wir uns ums Tor. Ich hol mir schnell Munition da. Hast du einen erwischt? Wo war denn jetzt der andere nochmal? Ich sehe nichts. Ah ja, okay, alles klar. Wer ist der mit diesen scheiß Bomben? Der ich rechts. Ich glaube, der, ne? Der da rechts steht, ja. Bist du unten? Alter, ich komme nur aus meiner Decke raus und schon kriege ich hier einen Kopfschuss. Da unten rechts ist der, ja. Aber ich kann ihn nicht anvisieren. Oh Mann, ey. Ich versuche hier nur eine Kleinigkeit zu sehen. Okay. Komm hier schon diese. Mann, das ist nervig. Wenn du in Deckung bleibst, könnte ich ihn absnipen. Ey, ich bin in Deckung. Siehst du, wo er steht ungefähr? Nee, ehrlich gesagt, gar nicht. Ah, doch, ich hab ihn nicht gesehen. Alter. Ah, da hinten ist er. Okay. Tot? Ah, Nadine, sag doch was, nicht verwundet sagen. Mir geht's ja, nicht. Ja, so ja, ich. Okay. Nein, Mutter, ich kann jetzt nicht ans Telefon gehen. Oh, jetzt schieße ich auch noch einen daneben, Alter. Sowieso kein Schuss. Ah, hab ich. Den mit den Bomben müsste ich haben. Jetzt ist nur die Frage, wir müssten irgendwo noch einen haben. Auf dem Dach oder so? Ich sehe da rechts. Nee. Nee, den auf dem Dach hab ich. Hier unten, jetzt läuft er nach links. Bei diesem Geländer, bei diesem Schutz. Ja. Dahinter. Den anderen habe ich erwischt. Und da ist auch noch irgendwo einer, aber da. Ja, hast du ihn? Ja, ich habe einfach eine brutale Knarre. Ey, warum benutze ich den Revolver nicht direkt? Okay, wir haben alle erwischt. So, der kann uns. Kümmern wir uns jetzt um das Tor. Bring mir die Knarre hier, du Kleiner. Jack, bring! Guck mal, bringt mir eine Waffe. Also, was meinst du, finden wir auf der anderen Good Seite? Good boy. Okay. Hoffentlich die Wahrheit. Das ist das, wenn du den so anvisierst und damit eh, ne? Kannst du ja, ihn... ja, genau. Ja. Er ist aber auch ein kleiner Braver. Brauchen wir noch Scharfschützengewehre? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ich nehme mal wieder die Schrotflinte. Willst du das Scharfschützengewehr haben? Nö. Nee. Ist die Frage... Wie wir das Tor jetzt aufkriegen? Das ist ein Rätsel. Bestimmt irgendwo gegenschießen. Finden Sie einen Weg, das große Tor zu öffnen? Kabelkanal. Ebenfalls. Ich wäre jetzt auch nochmal hochgegangen, genau. Ja, ich guck nochmal hier in dem Raum irgendwie. Ah, warte mal, hier ist doch was. Ha. Jack, sieh mal, ob das Tor öffnet. Los, Jackie. Na bitte, es geht auf. Oh, wie schön. Okay, beide Tore offen. Also, zurück zum Skiff.
Außer du willst zu Fuß zu den Funkturm laufen. Lass uns zurück zum Skiff. Sorry, aber nein. Da muss ich passen. Ich fahr. Ich fahr, okay? Okay, jetzt hab ich verstanden. Zieh mal einer an. Da vorne ist ein Funkturm. Hoffentlich ist einer der Nurok-Nachrichten durch. Wo ist der Funkturm? Selbst wenn, brauchen wir die Übertragungsdaten für den Turm. Einer hält sich aus, wenn wir rausfinden wollen, von wem die Nachrichten kamen. Dann lass uns losgehen. Auf einer Kufe. Dieses Gefährt ist. Ich stehe hinten halt einfach nur auf so einem Skier. Das sieht ziemlich lässig aus. Das Skiff schafft es nicht da rein. Wir müssen zu Fuß zu diesem Turm. Ist das der Funkturm, den Sie meinen? Nee. Der war rechts. Und was ist das hier für ein Laden? Wollen wir das mal gucken? Na klar. Hier drüben, das Umspannwerk des Funkturms. Lass mich raten, du willst nach Vorräten suchen. Hey, kann nicht schaden. Ich bin eigentlich immer diejenige, die sucht. Jemand war hier vor kurzem. Vielleicht die Non-Cots. Dallas ist Lena. Sie ist eingefroren. Aber was ist mit ihrem Freund passiert? Such nach Hinweisen. Ein Sicherheitscode. Für ein anderes Umspannwerk. Wenn wir ihrem Freund helfen wollen, ist das eine solide Spur. Ja, haben wir alles oder was? Hier stand ja gerade irgendwas Umspannwerk 2 von 3. Ah, nein. Quatsch. Ich habe das falsch interpretiert. Weiter geht's. Aber sie sagten ja, wir müssen zu Fuß lang, ne? Also jetzt hier links rum höchstwahrscheinlich. Würde ich auch sagen. Wobei rechts da auch das ziemlich cool aussieht. Das ist ein kleines Loch. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Ja, würde ich auch sagen. Gut, dass wir uns hier einig sind. Ich muss mich immer wieder fragen... Warum hat sich JD so stark verändert? War es das Koma? Die Schuld? JD ist der mit der Filternvieh-Stimme, ne? Als die Bösen dastehen lassen. Ich glaub schon, und ihn zum befördert, was... Egal. Ich hätte nie gedacht, dass JD so... Chor war. Naja, er ist immerhin Anya Strouds Sohn. Das weißt du. Und der von Marcus Phoenix. Ja, keine Ahnung, warum da jemand Probleme haben sollte. Oh, ich hab... Hier passiert doch gleich was. Oh, 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 das sieht wieder wie eine Bosskampfarena aus. Meinst du, der Weg zum Turm ist frei? Finden wir's raus! Und die Sturmfront? Das ist doch wieder eine Bosskampfarena hier. Wie beim letzten. Na, wo kommt der? Das ist bestimmt ein geiles Schneemonster oder so. Meinst du? Oh, oh. Marcus, wir haben ein Punktum an einem Berghang gefunden. Was wir sind jetzt noch im Weg dahin. Wie du im Schnee läufst. Verstanden. Wie ist das Wetter? Oh, ja. Was denkst du? So schlimm, ha? Seid vorsichtig. Zentrale Ende. Oh, Nadine, hier ist eine Bracke. Hoffentlich müssen wir nicht klettern. Das kannst du doch so gut. Kann man noch viel von mir lernen. Zurück! Eine Lawine!
Oh oh. Na toll, Erki, du hast uns den Weg versperrt. Oh, kommt hier lang! Was war das? Ein Schuss? Das sind Schüsse. Oh. Oh ja. Nee, das ist Blitz. Nee, was ist das? Achtung! Da kommt Eis! Wir sind hier völlig ungeschützt! Ach, dann weiter! Meine. Komm, such renn! Eine Zuflucht! Was machst du denn für eine Akrobatik? Ich hab richtig gutes Stunt gemacht. What the? Zurück! Boah, das ist ja brutal. Ich verstehe langsam, warum hier niemand mehr lebt. Nachher? Da kommt noch mehr! Auf und zu und durch! Hey, Höhle voraus! Höhle voraus! Weiter. Oh oh, der okay, Monster! Nein, Schwarm! Reißt du sie raus! Was ist mit dir? Ich lebe. Jack ist tot. Deswegen sind wir aufgehalten worden? Was soll das denn? Oh Mann, Jack. Wir können doch nicht auch noch auf Jack aufpassen. Wie sollen wir ihn denn noch? Er ist wie ein kleiner, treuer Hund. Wir haben doch mit uns schon genug zu tun. Ich nehme direkt meine Schrotflinte. Oh shit! Sie ist besetzt! Nicht mehr lang! Schmeißen wir sie raus! Alter, diese Kackwaffe macht absolut keinen Schaden. Alter, ich kann so viel ballern, ey. Stirb nicht. Wart ab. Beseitigt. Okay, ich muss jetzt erstmal hier kurz Leben wieder herstellen. Nicht hängen bleiben. So, ich rush ihn jetzt und dann kriegt er vier Schüsse in die Schnauze. Yep. Das waren alle! In die Höhle! Schnell! Vier Schuss? Nope. Obwohl, warum nicht? Frage: Was zur Hölle macht der Schwarm hier oben im Gebirge? Du hast Markus gehört. Kadaver, das Locust-Hauptquartier. Sieht sie irgendwas an? Okay, sehen wir uns nach einem Ausgang um. Ich geh mal hier diese Leiter hoch. Hier, ich helf dir hoch. Dann müssen wir zu zweit machen. Ja, ich komm. Ich dachte, ich habe eine gute Waffe gefunden, habe ich aber nicht. Was ist das hier? Na, die ist gut. ich kann das leider nicht. Ach doch. Ich bin das auch mit deutlich. Ich sitze da 3 Minuten und warte auf dich. Na los, bald kann's nicht mehr sein. Kate, und wenn der Turm ein Reinfall ist? Ich bin hier, um Antworten zu finden. Ich gehe erst, wenn ich welche habe. Hast du es verstanden? Alles klar. Dann mal runter. Und Sliderinio! Weiter! Die Thermokleidung hält uns nicht ewig warm! Schau, da ist ein Träger! Oh. Siehst du den Sturm? Da macht der Träger mir weniger Sorgen. Hauptsache, er kriegt überhaupt keinen Schaden. Halt, nice, Lawine. Ich liebe diesen Sturm. Ich kann's nicht retten. Ich schulde dir was. Kate, links, über die Flanke. Warum schießt er da hin? Links über die Flanke? Was soll ich jetzt? Du hast mit mir geredet. Wieso kriegen wir so viel Schaden?
Okay, lass uns einmal hier hinter den Steinen links. Oh, hab ich mich erschreckt. Oh, was ist das? Wo kommt der Schaden her? Klingt, als ob er genau vor mir steht. Bitte, aber. Er hat eine mega krasse Waffe. Er sieht mich hier hinten hin. Was ist das für eine Kackknarre hier? Ah, fuck, er steht genau vor mir. Ah, ich bin tot. Ich bin hier. Danke, sehr cool. Ja. Hast du gesehen, was er mit mir gemacht hat? Nee. Hat er dich unsittlich berührt? Er hat mich hammerheftig weggeklatscht. Ich glaube, es hackt. Ich habe hier so eine Riesenknarre und ich kann gerade mit der, glaube ich, nicht rennen, oder? Doch, kann ich. Aber absolute Müllwaffen hier. Nimm los mit, was du kriegen kannst. Ich hatte gar keine Munition mehr. Okay. Ja. Zum Turm geht's hier lang. Okay, wir müssen da rauf. Weg von der Mitte! Lass es vorbei! Und ich roll direkt hin, oder was? Wo sind sie? Hä? Oder sind hier gar keine Gegner? Nee, sind keine. Da kam nur ein Eisklotz von oben und dann gerollt. Und den hast du ihn mit dem Kopf versucht zu bremsen. Ich hab ihn gefangen. Achtung, bleib unten! Boah. Das war gar nicht so. Alter, das sieht geil aus. Oh. Hier will ich nicht sein. Hallo. Hier will ich nicht sein. Uncool, uncool. Direkt weiter, komm. Da ist mir sogar Klingenhagel lieber. Los zur Tür. Der Turm ist fast komplett vereist. Oh. Haben wir es? So, irgendwo eine Bedienkonsole sein. Nee. Ja, okay. Und jetzt an die Kommandokonsole. Komm schon, Jack, damit wir mit mir herzlich klein gemacht sprechen können. Ich hab schon wieder eine Vision. Ja. Hey. Kate. Kate. Was siehst und du? Irgendwie, ich guck in die Vergangenheit und sehe JD und Dell. Oh, und du hast mich jetzt geweckt. Ja. Toll. Ja. Ich hab dich berührt. Ja, fass mich nicht an. Ich will nur das verdammte Labor finden. Da musst du auch mal durch. Okay. Wir müssen dass ich dich aus dem Albtraum rette. Bereit? Nein, die Konsole geht nicht. Ach, guck mal, da oben. Strom. Da kann ich den unseren Kleinen reinschicken. Ist eine durchgebrannte Sicherung? Okay. Dann suchen wir mal den Verteiler. Was liegt hier? Eine Waffe. Nice. Granaten. Gut gesehen, Jack. Da ist eine Art Verbindungsbox oben in den Schächten. Okay, Kumpel. Stell den Strom wieder an.
Hui. Gut, Kleiner. Oh, er ist so süß. Guck ihn dir an. Er macht es mit seinem Strahl. Macht er das heile. Gut gemacht, Jack. Verbinden wir Jack mit der Konsole. Good boy. Los, Jack. Hier, Jackie. Er ist ein bisschen wie R2. Nadine, wer ist R2? R2-D2. Sehr gut. Unautorisierter Zugang. Sicherheitsprotokoll initiiert. Oh. Fehler. Sicherheitsprotokoll nicht bereit. Das Sicherheitssystem hat einen Wackler. Checken wir die Übertragungsdaten, bevor wir ausgestattet werden. Okay, ich muss nach einem Übertragungssignal scannen, das zu dem aus Nuro passt. Was sollst du machen? Keine Datenübereinstimmung. Ich scanne hier gerade was, ja? Okay. Keine Datenübereinstimmung. Keine Datenübereinstimmung. Irgendwas habe ich übersehen, oder? Falsch gemacht. Ja, da ist doch was. Analyse läuft. Na bitte, ein passendes Signal. Ich hab's gehackt, indem ich einen Regler hin und her geschiebt habe. Geschoben. Regler hin und her geschobene. Was meinst du? Informieren wir Marcus? Ich rufe ihn vom Skiff aus an. Verschwinden wir von hier. Ja, wieso gehen wir dann noch weiter hier rein? Oh, das sieht gut aus. Damit wird's gehen. Ach. Da oben. Wie kommen wir da ran? Nee, indem du da in Deckung gehst. Ich lass ja, die Arbeit machen. Sehr gut. Hat er schon direkt für sich genommen. Gut gemacht. Hast du ihm das gesagt oder hat er es von alleine genommen, ne? Ich habe ihm das gesagt. Türme. Ungewöhnlich viele Schutzmaßnahmen für einen Funkturm, oder? Ich weiß nicht. Es ist nicht so, dass ich hier arbeite. Jack, du kannst mal froh sein, was wir hier alles für dich sammeln, du Kleiner. Ort abgeschlossen. Funkturm. Ein Turm weniger. Ja, Zeit, das andere zu suchen. Bereust du schon, dass du mitgekommen bist? Was? Machst du Witze? Ich bin in meinem Element. Skiffen, mir den Arsch abspielen. Skiffen. Ich habe verstanden, kiffen. Ja, da bist du in deinem Element. Ich muss dich mal was fragen. Fass. Die kleine Kiffermaus. War er schon immer so? Ja, immer. Musste immer am härtesten, am schnellsten, am stärksten sein. Aber nicht am klügsten. In dem Bereich und auch nur da hat Fass ausnahmsweise ein realistisches Selbstbild. Oh. Whee! Witzig, wie du runterglipscht. Ich bin richtig glipschig. Das war ja cooli. Ich denke dauernd an Niles. Diese Experimente. Was würden andere wohl tun, wenn sie nur das bisschen wüssten, was wir wissen? Darum haben es ja alle Ministerpräsidenten vertuscht. Sogar Anya. Und sie war der ehrlichste Mensch, den ich je kannte. Was machen wir also? Wem sagen wir es? Vielleicht keinem. Wozu auch? Alle, die dahinter stecken, sind tot. Also, tun wir dasselbe wie Anya. Nichts. Oh nein, unser Segel ist kaputt. Das ist nicht kaputt. Sicher? Ja, die Waben sind doch noch da. Sollen wir einmal hier zum Loch gucken? Platziert. Ja, wir fahren dahin.
Ich fahre. Ich fahre. Du bist so eklig in deiner Art, ne? Mach dir mal einen Begriff. Ich bin Alpha-Tier. Also, ich fahre. Ich fahre. Marcus, wir haben einen Teil der Übertragungsdaten, aber wir müssen noch einen Turm suchen. Gute Arbeit. Aber denk dran, wenn es in Maumkada ein Labor gibt, ist es lange geheim. Da ist der Turm, da bist du hin. Guten Grund. Und Turmwart. Wir bleiben in Kontakt. Das kriegen wir hin. Das ist ganz geil gemacht, so die Umgebung und so. Etwas Schlimmes finden. Du weißt doch, dass es vermutlich nichts Gutes ist. Ja, aber was, wenn der allerschlimmste Fall eintritt? Okay. Und wie sieht er aus? Im Ernst? Dass Niles Samson mein Großvater ist. Tja, mein Worst-Case-Szenario ist nichts dagegen. Okay, gehen wir zum Turm und holen uns die Daten. Wie weit ist es wohl bis zum Labor, wenn wir seinen Standort eingegrenzt haben? Bei unserem Glück liegt es auf dem Gipfel von Mount Kadar. Ah, eine unerfreuliche und wahrscheinlich zutreffende Vorhersage. Haha, bist mir hinterhergelatscht. Hör auf, so zu lachen, ey. Da kommt man nicht lang. Lang. Ich komme da lang, okay? Weiß jetzt auch nicht, ob ich rechts gehen soll oder da links. Sollst du es dir ansehen? Ja, das sollten wir. Hallo. Hallo. Sie müssen noch ein Umspannwerk. Eine Nachricht. Oh. Ja, da. Ich mach das. Oh. Hier ist Lena. Falls du mich suchst, dann komm zum anderen Turm. Ich bin dort, um nachzusehen, ob er vielleicht noch funktioniert. Der hier ist ja offensichtlich mausetot. Nosko ist drinnen, verkapselt. Ich habe ihn eingesperrt, damit er keinen Unsinn anrichten kann. Ich bin nicht in der Lage, irgendjemandem zu helfen, falls ihr es nicht rechtzeitig zu ihm schafft, falls ihr zu spät kommt. Scheiße, seid einfach nicht so grob mit ihm. Ja, er war ein guter Mann. Oh, Lena war erfroren drüben, ne? Ihr Freund wurde verkapselt, ja. Also hat sie ihn hier eingesperrt. Das heißt... Er ist noch drin. Der Sicherheitscode, den wir gefunden haben. Ja. Tab. Karte. Wo finden wir denn diesen Sicherheitscode? Das ist eine gute Frage. Wo haben wir denn alle unsere... Probieren wir den Türcode aus. Ach was. Ach, ich muss ihn einfach nur eintippen. Was ist das? Pass auf, geht auf. Wir müssen da rein. Achso. Wir müssen das doch wie immer alles aufbrechen. Ich mach das mit einer Hand, weil ich so ein starker bin. Ich brauch eigentlich nochmal lange dafür. Scheiße! Boah, da habe ich nicht mitgerechnet, doch. Teil des Schwarms. Hast dich erschreckt? Ja. Tot, als so zu leben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir was Nützliches. Ist hier was Nützliches drin? Willst du die Munition haben oder kann ich sie nehmen? Nimm du mal. Oh, was ist hier? Jack, chuck den Safe. Jack, chuck den Safe. Sowas siehst du immer alles gar nicht, ne? Das habe ich gesehen. Ja, okay. Ja. Was ist das? Ultimatives Upgrade. Sucher. Schockboots. Geil. Wie Schockboots? Kannst du das aktivieren? Er geht. Ja, Schockboots. Aber immerhin kam was Gutes dabei raus. Ja, das sind sie aber. Okay. Angriff. Schockfalle. Seeker. Das sind sie. Folgt das. Okay. Ich glaube, wir müssen das. Ich glaube, ich muss das. Das lernen, das lernen, das lernen, um dann den Seekers zu lernen. Natürlich hat das was falsch und ich habe jetzt 31 Punkte verballert. Toll. Na toll, ja, aber wie soll ich es sonst machen? Nee,
Nee. Ich möchte damit nichts mehr. Ach ich so. Möchte es nicht mehr. Oh, jetzt verstehe ich. Das ist dumm gewesen. Ja. Zwar, ja. Er hat das direkt gelernt. Wir mussten das nicht mehr ausbilden, weißt du? Ach so. Okay. Wir haben alles versucht. Das weiß ich. Ich glaube hier rechts, ne? Ja. Ich wünschte nur, wir hätten mehr tun können. Oder wo ist der scheiß Turm? Hey, denk an all die Non-Con-Dörfer, in denen wir leben. Ganz oben. Ich glaube, hier kommen wir die lang, Leute, ja. Du meinst, wir? Nein, du. Die hätten nicht auf mich gehört. Du hast sie überzeugt, der Kur beizutreten. Danke. Immer wenn man denkt, noch kälter geht's nicht. Krass. Immer wenn man denkt, noch kälter geht's nicht, muss ich auf die Baustelle. Keine Hoffnung. Oh, was ist und das? Und da so? Ist der andere Turm. Ich hätte das, wenn wieder Scharfschütze. Dann gehen wir mal hin. Okay. Ich hatte da eine Frage, bevor wir noch tiefer graben. Hat Rayna je was Verdächtiges getan? Ich meine, woher hatte sie dieses Amulett? Ich habe darüber nachgedacht. Wieso kannst du darüber hüpfen? Ich aber nicht. Du musst dich ja erst ducken und dann Leertaste und nach vorne. Das habe ich im Trainingslager gelernt, Erki. Ja. Oh Gott. Ah, meine Waffe ist zu dick. Kann mir dieser Waffe tatsächlich nicht das nicht machen? Denkst du, was ich denke? Achtung, hier sind aber viele. Wo bist du eigentlich? Ich bin hier noch am Versuchen, wie ich über das Ding komme. Ja, ich habe jetzt keine Munition mehr, weil ich die dicke Waffe mit Munition da lassen musste. So, dann wollen wir mal gucken, wo bist du denn, du Kleiner? Hier, pass auf, da sind jetzt hammer viele Menschen. Also so viele sind es gar nicht rein, oder? Ich habe eine Granate. Gönn dir. Hä? Lassen wir es krachen! Geil, wir können mit Granaten aufs Wasser werfen. Daniel! Sind da jetzt, wie das wieder zufriert. Wie geil ist das denn? Wo war das? Wenn man zielen könnte, ne? Das ist geil. Problem gelöst. Gehen wir. Kate, da hinten! Scharfschütze! Oh. Wie lange leben die denn? Die haben wir richtig. Es ist hammergeil mit dem Boden. Da können wir was aus. Ah, geil. Guck mal, wir können auch direkt auf den Boden schießen. Dann brechen die ein. Erledigt. Hier oben sind mehr von denen, als ich erwartet hatte. Inzwischen rechne ich überall mit ihnen. Du hast vermutlich recht. Gehen wir zum Tor. Oh, es ist echt hammercool. Snipey finden die. Hier. Okay, nehme ich wieder weg. Nur zweimal Munitioner. Ja, das ist scheiße. Hammerbrust ist gut, die Waffe. Hammerbrust. Wie heißt sie? Hammerbrust. Also kann ich sagen, Hammerburst kann das nicht heißen. Doch, doch. Burst, oh, ich habe Brust gelesen. Oh Mann. Oh, ich habe eine Vision. Hey Kate, wo bist du hin? Oscar sagt, du hast mich umgebracht. Kate,
Kate. Ja, hast ihr du ja Vater. Auch. Hast du ja auch. Ihr Onkel. Was soll das? Was soll das? Sorry, war kurz abgelenkt. Ich kann jetzt auch alleine. Guck mal da. Marcus, weißt du was von einem Kondorabsturz hier draußen? Allerdings, die Sturmfronten haben letztens welche runtergeholt. Haha, du bist rechts gelaufen. Ja. Okay, klar. Sehen wir es uns an. Öffnest du den Safe für uns, Kumpel? Hier sind heftige Waffen. Overkill. Boah. Die ist stark. Aber die ist für Nahkampf. Auf zum Funkturm. Ich hab so eine Hammerburst. Ganz okay. Ich hätte hier drin mit mehr DBs gerechnet. Vielleicht war der Flieger nicht voll. Willst du auch so eine Overkill sind haben? Losgezogen. Hat die denn gut Munition? 12 Schuss, ey, das Beinahe reicht mir nicht. Dann nehme ich lieber den Gnasher. Oh. Schätze, wir Was haben ist die das? Ach, auf noch eine Bastion! Ach du meine. Vorsicht! Eliminier! Ach, auf dem Fußboden, Mensch! Mann, sind wir blöd! Alter, ist es sein Ernst? Sein Ernst? Er hat mich Hammer angegriffen! Oh, die wieder! Mal schnell auf den Fußboden schießen, Nadine. Wenn die auf den Okay, was war das? Der ist so ein Ekel. Wo kommen die her? Erwischt! Ich hab's erwischt. Okay, Granaten. Komm nicht so weit, leider. Granate raus! Werfelschock! Wow! Alter, diese Dinger! Ich glaube, wir müssen ein bisschen näher ran. Rechte Bein, das ist sehr schön. Aua, aua. Scheiße. Doppel-Aua, Dreifach-Aua. Völlige Scheiße. Ja. Scheiße. Du sagst immer ganz schlapp. Scheiße. Die ich verseuchte Beschützer hasse. Komm schon, gehen wir zu dem Turm. Wo lang muss ich? Über da, wo der Dicke stand. Los, hier runter. Nur 6 Schuss in meinen Revolver. C? Was heißt denn C? Noch ein Aufsehen. Oh nein! Gott. Heftig, ich bin einfach hingerannt. So, Kopf ist weg. Mal schön in die Schnauze schießen. Ciao. Ja, genau! Auf einmal sind die...
viele. Hab dich. Oh, danke. Ich kann irgendwie nicht mehr mit zielen. Hier sind auch noch Munitioners. Ja, genau. Man kommt nicht von ihm weg. Ja, jetzt gehen wir beide wahrscheinlich drauf. Bist du am Leben? Ja. Ciao. Bin getroffen. Schon wieder? Das kann ja nicht wahr sein. Alter, lass mich durch, du Fetzer. Oh, ist das nervig, ey. Scheiße, er ist einfach nicht. Das Ding ist, wir müssen ihm als allererst den Helm vom Kopf schießen und dann ihm nur auf den Kopf schießen. Und diese eine Waffe, die ich habe, dieser Gnäscher, der macht ja überhaupt nichts. Ist ja eine Frechheit. Eine Frechheit an sich. Hast du noch Granaten oder sowas? Ich renne einfach erstmal in Sicherheit. Noch Munition. Doch klar, da kommt so was runter. Passiert nur mir. Wir dürfen auf gar keinen Fall. Wir dürfen auf gar keinen Fall zusammenstehen. Oh, fuck. Oh, Mann, man kann nicht weg, wenn er einen erstmal hat, der dumme Ficker, ey. Komm hier hin. Helft mir hoch! Ja. Danke, danke. Oh nein, ich renne genau in. Was ist das für eine Steuerung? Ja. Ich renne genau dreimal hintereinander genau in ihn rein. Danke. Als hätte er. Diese Waffen sind auch so. Es ist so frech. Diese Steuerung ist einfach so frech. Alter, er hat mich so zermatscht gerade. Das tat mir wie richtig weh. Nervig ist diese Steuerung. Du läufst einfach immer in ihn rein, wenn du sprintest. Und wenn du nicht sprintest, haut er dir die Rübe ab. Ja. Oh, ist das nervig. So, pass auf, ich habe eine Idee. Wir dürfen nie zusammenstehen. Einer muss am einen Ende des Raumes sein, der andere am anderen Ende. Ja, sollen wir dann gleichzeitig wechseln oder Ich muss jetzt erstmal hier hinten rein. Erstmal hier hinten rein. Hier ist ja Munition und so. Ich hole mir mal eine andere Knarre. Mit dieser Gnäscher. Helm ist ab. Sehr gut. Oh Mann, ey, das kann nicht sein, ich bin voll weggefahren. Oh, du Joga. Ach Quatsch, ey. Ja. Danke. Pass auf, oh Gott, es tut mir leid. Ich brauche hier Hilfe. Ah, du Hurenkopf, ich bin so sauer. Ja, ganz ehrlich. Weil du bist genauso wie ich, bist du halt auch. Jetzt liegen wir da. danke, Jack. Wegen dem Sprint bist du auch genau in ihn reingerannt. Ist so dumm. Aber ich finde, man hat das Gefühl, man schafft es noch vor ihm wegzurennen, aber er erwischt dann trotzdem. Ja. Kann nicht wahr sein. Ey, hätte ich nur ein paar Waffen, ey. Oh Mann, hier ist noch ein Aufseher. So, Helm abschießen. Okay, da kommen auch schon seine Kumpel. Das kann nicht sein, dass er mich jetzt getroffen hat. Sorry, ey. Das ist ein Fehler vom Spiel.
Rennen erstmal, rennen erstmal. Eigentlich müssen wir, glaube ich, hier immer nur im Kreis rennen. Ja, ist das, was wir früher. Mit der Waffe musst du näher ran, ne? Das ist hier. Ja, ja, aber ich treffe ihn schon ordentlich. Okay, kein Schuss mehr. Alter, er geht so krass auf unseren kleinen Freund los. Okay. Gut Schaden jetzt. Und schnell runter. Yes. Oh. Warte, Scheiße. Ich weiß nicht so recht, wo wir sind, und ich bin im Allgemeinen etwas verwirrt darüber, was wir hier tun, aber. Alter, ich hab nur 18 ja. Schuss. Alles okay. Ich hab hammer viel Schuss. Was zum Geier? 200. Ich hab aber hier auch alles leer geräumt, muss ich auch. Nichts muss ich dir gestehen. Alles gut. Oh. Mann, ich hoffe echt, dass wir nicht umsonst hergekommen sind. Na gut. Alter, ey. Finden wir heraus, ob wir mit. Oh, guck mal, hier sind noch so eine Dinger. Ja, langsam ranschleichen und mit E. F. Ja, das hat nicht geklappt. Sie sind aktiv. Okay, oh, alle aktiv. Was geschieht da jetzt? Alter, fickt euch, was ist hier los? Ich kann irgendwie nicht schießen. Feind ausgeschaltet. Alter! Machst du doch super! Ein Scherz war das gerade, ey! Diese Waffe, dieser Gnasher ist ein Scherz. Alter, ich krieg Schweißausbrüche, ich sag dir das. Es waren gerade 5 Stück auf mich drauf. Ich hab's gesehen, auf dich drauf. Hier ist Munition für dich. Ja, warte, ich nehm die hintere hier. Das war ein Witz, oder was? Ich hab genug, tatsächlich. Öffne das für mich, Jack. Ich hab noch 336 Schuss. Alter, diese Roboter nerven mich hammerdoll. Ja, die sind echt kacke. So, was machen die denn? Granatlenze, was ist das denn wohl? Tarnung, Zepper. Henker? Oh, hört sich auch ganz gut an. Nee. Hey, damit wird's gehen. Kann ich ihm nicht einfach eine Knarre geben? Wem, dem Kleinen? Ja, unserem Kleinen. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Hilf mir beim Aufmachen. Ich bin auf dem Weg. No hands. Hallo, sorry, ich sehe jetzt, dass du reingeschrieben hast. Haben wir das gut gelöst für dich? Tja, zumindest ähnelt er dem anderen. Ich den Chat gar nicht. So. No hand sein. TTV ja. Ist im Chat. Verwenden wir die Konsole, wie letztes no Mal. No hand? Ja. Wer ist das? Er hat keine Hand. Oh.
Uiuiuiui. Ich habe immer noch Herz von dem Kampf gerade. Auch mit den Robotern. Es war wirklich nicht schön. Es war nicht schön. Los, Jack. Los, Jackie Boy. Irgendwo ist doch hier noch ihr Freund, ne? Bitte? Stehst du da so gruselig? Ja, ich stehe hier hinten auf der Treppe. Wieso bewegst du dich denn nicht? Sicherheitsprotokoll initiiert. Witzig. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie es aussieht. Nicht ideal. Um den Weg raus kümmern wir uns, wenn wir die Daten haben. So, jetzt ehrlich, muss ich wieder irgendwas suchen. Du bist dieser verkapselte Freund, weißt du? Den haben wir doch schon gekillt. Ja, aber so quasi, dass du so irgendwie so ein Gruseliger bist, der hier einfach so steht, weil du dich nicht bewegst. Ah, hier ist was. Und jetzt muss ich das hacken, ne? Piep, boop, boop. Das wird uns nicht helfen. Das wird uns nicht helfen. Wir haben keine Datenübereinstimmung. Übereinstimmung. Datenübereinstimmung. Ich könnte hier irgendwie E drücken. Das mache ich jetzt aber lieber nicht, oder? Nee, bei Jackie nee, hier? Ich suche hier noch gerade was. Keine Datenübereinstimmung. Irgendwas übersehe ich. Ah, hier ist noch was. E7, E3, FC, 7A, 6, FCC. Nein. Ach, schon wieder nicht. Das ist das auch nicht. Ist das. Hey Robert, alles klar? Cool, dass du dabei bist. Wie läuft's bei dir Kannst im Livestream? Erklären, was du so machst gerade eigentlich? Es ist tatsächlich relativ dumm, dir das zu erklären. Ich hab da eine Weltkarte, oder ist eine Karte von diesem Gebiet und ich muss mir dann da immer so. Muss ich abscannen. Wir können es ihm unterwegs sein. Und machst du gerade das Gleiche? Ja, ich bin jetzt leider aus Versehen da reingekommen. Ja, dann kannst du wieder rausgehen. Weil ich schon alles abgescannt habe. Ja, das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort habe. Weiterspielen. Hä? Alles klar, Raid? Meinst du hier dein Raid bei Tarkov oder Classic WoW Raid? Lass noch eine Suche laufen, aber willst du es Markus sagen oder soll ich? Gehen wir zurück zum Skip. Wir können es ihm unterwegs sein. Nanu? Jack, mit der Schloss. Was zur Hölle ist das? Irgendeine Werkstatt? Was ist das? Ich hab hier was. Ein Spektralwandler. Tarnung. Ich habe eine Idee für Jack. Eine Unsichtbarkeit? Ja, irgendwie schon. Tarnung. Da muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Menü hier bei unserem Jackie Boy noch nicht so richtig verstanden. Ne? Ich auch gar nicht. Ich auch echt gar nicht. Aber er kann uns auch jetzt unsichtbar machen, wie ich verstehe. Ja, und er hat uns ja auch schon mal ein paar Mal wiederbelebt. Also, was ist das hier rechts? Ach du Scheiße, stopp! Schießer. Pass auf. Soll ich's kaputt schießen? Jeder nimmt ein. Ich nehm rechts, du links, ja? 3, 2, 1, los. Es passiert mir so gar nichts. Vielleicht müssen wir da vorbeikommen, irgendwie ohne gesehen zu werden. Am Arsch, das schaffst du niemals. Das schaffst du niemals. Ich bin so ein Macho, Alter. Oh fuck. Dachte ich gleich nicht. Ja, wie soll das denn funktionieren? Ja, ach.
Wie dumm wir sind. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es natürlich. Was hat Jack denn vor 2 Minuten gelernt? Ach, Tarn, ein Spektral. Das ist wirklich peinlich. Ja, natürlich müssen wir uns unsichtbar machen. So, wie geht denn das? Jacks Tarnung kann jetzt auch uns unsichtbar machen. Ja. So, warte, jetzt müssen wir hier hin. So. Oder Tee, ne? Tarnung, ja, und los. Dann wollen wir mal. Ja, los. Oh, die hat mich kurz. Alles klar. Ein ja, gefühlt mich auch. Neues Spiel. Sie haben mich kurz angelasert. Hä? Dann komm. Zurück zum Skiff. Dann sind wir ja jetzt immer in Tarnung, oder was? Nee, jetzt nicht mehr. Ja, aber wäre doch cool. Nee, aber oben links, siehst du das? Ich weiß nicht, ob du das siehst. Oh, oh. Nicht so schnell! Scharfschütze! Pass auf! Ja. Wenn wir uns bloß irgendwie unsichtbar machen könnten! Wenn die erreichbar aus! Sollen wir Tee machen? Ja. Machen wir sie fertig! Wo stehen sie denn da? Oh, fuck! Ja, das ist ja richtig dumm. Hab dich! Was ist dumm, Nadine? Okay, das ist gut? Nee, jetzt ist den gut, Hügel ja, runter und zurück zum Skiff. Zurück zum Skiff. Und dann können wir erstmal eine Runde skiffen. Yep, war noch nie bereiter. Wir müssen hier lang, Ergen. Das ist so geil mit dem Eis. Hui. Hör mal, ich muss jetzt auch hammer cool mit dem Schnee. Wenn du also, deine Antwort ja, das Level-Design ist echt eine 1 plus. Ich meine, wie geht's dann weiter? Worauf willst du eigentlich hinaus? Ich weiß, du bist nicht gerade 1 plus. Hey, wenn du dir Sorgen machst, dass ich weglaufe. Nein, nein, dass du abhaust, macht mir keine Sorgen. Nein? Tja, vielleicht solltest du das. Weißt du, wo du hinrennst? Ein wenig. Du rennst zu zielstrebig in der Richtung. Oh, wir sind falsch, ne? Ja. Ich guck die ganze Zeit bei, na, was du mir da gezeigt hast. Großschreib. Aber wir sind zu weit gerannt. Ich hab nur gewundert, du bist so abgehauen. Wir müssen hier irgendwo rechts abbiegen. Entschuldige. Nee, geradeaus. Hast du eine andere Koordinate als ich? Ja, geradeaus und dann aber rechts. Wir sind jetzt irgendwie schon... Da ach, sind du wir guckst auf die Karte, oder was? Nee, auf diesen... Hey, geradeaus und dann rechts? Ja, vorhin. Jetzt ja nicht mehr. Okay, dann machen wir... Jetzt geradeaus. Ja, Quelle des Übertragungssignals. Okay, aber richtig? Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Wenn da steht auch unser Skiff. Vor oder nach dem Schwarm? Eine Runde skiffen. Davor. An einem willst Ort du fahren? Mit Strand. Und danach? In einen Bunker. 5 Meilen unter ja, der Erde. Ja, warum nicht? Okay. Hast du Platz für 2? Hast du nicht Jack vergessen? Ja, aber der braucht nicht viel Platz. Und du? Wohin würdest du gehen? Weißt du was? Ich habe keine Ahnung. Weißt du denn, wo wir hin sollen? Wir haben einen Standort. Hier links. Wenn es in Mount Kada ein Labor gab. Yes. Ja, Quelle. Okay. Yes, girl. Yes, girl. You go, girl. Wir wissen nicht, was dort ist. Wenn ihr in was reinrennt, mit dem ihr nicht klarkommt, dann sagt Bescheid. Weiß ich zu schätzen. Aber bisher ist alles okay. Delta Ende. Hey, wir nähern uns den Koordinaten. Oh, was ist hier passiert? Zu weit irgendwie, oder? Nee, es ist genau hier. Lass mal absteigen. So kann ich nicht absteigen. Kate, hier ist es. Komm. So. Das verstehe ich nicht. Hier ist nichts. Oh, Mist. Hier. Die Waffen stimmen. Wir sind am richtigen Ort. Vielleicht kann Jack, ich weiß nicht, das Signal mit einem Impuls pingen. Ist ein Versuch wert. Ach, und euch. Jack, Schockfalle. Ach du Scheiße. Ja, nein. Was hast du denn da gemacht? Ich habe irgendwie falsch. Impuls. Lassen Sie Jack einen Impuls in die Jack, Gegend schicken. Wir brauchen den. Impuls bitte. Achso, ja. Oh, jetzt hab ich das andere absolut gemacht. So, da. So, ahaha, Leute, ich hab's langsam verstanden. Los, Jack. Ich hab's verstanden. Ich hab dieses Menü endlich verstanden.
Ja, man wählt es jetzt immer aus, ja, ne? Richtig. Ich hab's auch verstanden. Impuls. Dumm. Oh, da ist es unter dem Eis. Wow. Da ist etwas unter dem Eis. Leuchtet. Gut gemacht, Kumpel. Aber geil gemacht mit den Brüchen im Eis. Wie kommen wir da runter? Das wird nicht leicht. Das Eis ist dick. Der reinste Beton. Weiß nicht, ob das was bringt, aber laut Bernd gibt es in der Gegend eine alte Mine. Alte Mine? Sprengkapseln? Sprengstoff? Ich sende Jack die Koordinaten. Danke, Marcus. Okay, wir haben wohl eine potenzielle Lösung. Auf zur Mine. Aui. Da, rechts. Alte Mine. Wie weit ist es wohl entfernt? Steht das da auch? Müssen wir fahren wahrscheinlich, ja, oder? Wir fahren. Wir sind faul. Wir sind faule Fettsäcke. Du bist ja hammerheftig streng. Ich kümmere mich ums Fahren. Ja, du weißt doch, ich lasse mich gerne rumkutschieren. Das ist so. Was anderes vorgestellt. Du bist nur mit links. Bei Oskars Dorf schon kalt. Das ist unfassbar. Die Thermofunktion deiner Rüstung, die funktioniert noch, oder? Ja, aber die Rüstung bedeckt nicht mein Gesicht. Meine Nasenhaare sind gefroren. Danke für die Info. Danke für die Info. Cool siehst du aus, wie du da slidest. Da, ja? Ja. Noch ein abgestürzter Kondor. Kommen wir hier durch? Ja, du bist doch ein guter Skiffer. Das habe ich gelernt vor einigen Jahren. Wo jetzt lang? Ich würde links und dann links fahren, oder was? Nein. Also so? Ja. Aber wir haben Gegenwind. Da. Ja, nee, umdrehen. Ja. Sorry. Hätte sein können. Sorry, hätte Leute. Hätte sein können. Sorry, Leute, für unsere verwirrte Fahrt. Das Skiff hält sich gut. Das ist die einzig gute Nachricht hier. Weißt du, Oskar ist mit mir immer zum Skiffen auf die Salzebene. Bei Harbo Bay. Da. Aber da kommen wir doch wieder nicht lang, oder? Nee, doch, ich seh's. Du musst jetzt da durch die Felsbeengung da. Ruinen. Ja. Genau. Das wird mir echt fehlen. Ich weiß. Ich bin nämlich auf der Karte gerade. Hier und durch? Dann, ja, genau. Wow. Entschuldigung. Ich hab's nicht gesehen. Hart links. Hart links? Ja. Jetzt hier? Ja. Sieht super aus. Und jetzt übers Eis herüber. Ja, übers Eis. Ein falsches Frachtdepot? Ein Labor mitten im Nirgendwo? Was warte mal kurz, los? Bitte. Ich muss sagen... Da bin selbst ich ratlos. Hoffentlich nicht mehr lang. Besorgen wir die Antworten. Kommen wir da nicht rüber? Kannst du mal da hinfahren hier? Wo? Oh. Da, wo ich den roten Marker gemacht habe. Warte, ich guck, wo der rote Marker ist. Ich... Da. Du meinst diese beiden... Ja, das ist ja der Marker hier in dem Spiel. Ja. Ja. Die Mine ist genau auf der anderen Seite hier. So, wir müssen zurück. Fahr mal zu diesem, mach den Rotmarker mal weg, fahr mal zu diesem hier. Ja, okay, ich glaube, wir müssen einmal so eine Schnecke. Ja, jetzt mal zu diesem Rotmarker. Go Inferno. Burn, baby, burn. So Nadine, wenn ich das jetzt richtig sehe, ne, das könnte natürlich auch alles andere sein. Einmal hier durch, genau. Mhm. Und dann müssen wir links so eine Schnecke fahren. Einmal hier links. Dann könnten wir hier, glaube ich, hoch. Ist das möglich? Yes, geil, richtig gedacht. Und dann folgst du hier einmal der Spur. Nein, nicht wieder runter. Hart links.
Nicht wieder runter! Nein, 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 nein! Wir müssen da links rüber. Verstehst du das? Ja, warte. Links. Mach so. Ja. Links an dem Klotz vorbei und dann hart rechts. So, rechts. Yes. So. Und jetzt? Oh. Hier geradeaus? Ja, oder ja, was? Ja, darüber, genau. Okay. So, und dann müssen wir mal so gucken. Fahren wir so weit es geht auf dem Weg geradeaus, wie es geht. Ey, das ist hammer komisch, hier zur Mine zu kommen. Ja, ich glaube, ab also hier müssen wir. Da drüben. Suchen wir nach Sprengstoff. Ja, oh, das hat geklappt. Geil. Kann ich hier durchfahren? Nee. Hallo, da sind Baumstämme. Wie? Ich seh das nicht ein. Alles. Okay, wie? Die Mine ist irgendwo hier hinten. Kannst oder? Du glauben, dass das geht? Das sollte es. Ich bin einfach aber es hängt davon ab, wie die mutig. Es hat auch was mit einer gewissen Mut zu tun. Wenn es hydraulischer Bergbau war, finden wir vielleicht ein paar Hochdruckwasserschneider. Aber bei dieser Umgebung war es sicher irgendein untertägiges Extraktionsverfahren. Okay, klar, ich verstehe. Ein untertägiges Extraktionsverfahren. Da ist doch der Eingang der Mine hier. Guck dir doch mal das dunkle Loch hier an. Witzig, ich war da oben schon, hab's nicht gesehen. Komm, wir laufen hier mal normale Geschwindigkeit. Das geht runter. Oh oh. Ja, worauf wartet sie, die Bitch? Hä? Hä? Da ist die Mine. Marcus, wir sind hier. Wie was weißt wir? Du über diesen Ort? Was ist passiert? Mal sehen. Eine alte Nethercut-Mine. Das war ja Hammer verrückt. Seltene Metalle. Die Firma wurde von der Corps verstaatlicht, kurz vor dem E-Day. Also keine Aktivität seit dem Krieg? Keine Ach, warte mal kurz. Ich will mal kurz einmal Optionen. Spielcontroller, Mauseinstellungen. Bei Zoom, beim Rennen. Da mache ich es mal auf 4. Geht. Mehr kann ich nicht sagen. Ach Gott, scheiße. Optionen, Mauseinstellungen, da hatte ich 2. Da mache ich mal auf 0. Okay, danke. Wir melden uns. Mega dumm. Oh. Ja, lass mich das doch einmal kurz machen. Nee, ich habe dafür keine Zeit. Das funktioniert halt einfach mal gar nicht. Ich mach's wieder auf Standard. Das war auf 4, richtig? Ja, 2 kommen. Was ist das denn hier? Blitzkill? Eine richtig fette Waffe. Buzzkill. Der schießt bestimmt so Sägeblätter wie bei Far Cry. Was hat's mit dem Kahlschlag auf sich? Wahrscheinlich für die Mine. Baumaterial. Die Holzindustrie ist nicht gerade mein Metier. Wow, es gibt also doch etwas, das dein Wissen übersteigt. Hey, ich weiß eben gern Dinge. Ist das etwa falsch? Die Brücke bringt nichts. Der Zug blockiert sie. Dann finden wir einen anderen Weg rüber. Ja, werden wir. Ich nehme diese fette Maschine mit, ne? Ja. Falls irgendwas ist. Vielen Dank. Für deinen Mut. Vielleicht hier runter? Ich bin immer für dich da. Ja, yeah, hier ist eine Rutsche. Hui! Ah, Monster! Vorsicht auf dem Eis! Ach, sehr gut. Immer aufs Eis schießen. Einer ist gut! Das ist so eine geile Mechanik. Aber da hinten ist noch wieder so ein Scheißer. Scheiße.
Nanu? Ach, da ist er. Hä? Ist er oben irgendwo? Ja, da ist noch wieder so ein Dicker. Schockfalle! Schockfalle! Impuls! Genau in seine Futterluke, Alter. Ciao. Kopf abgeschossen. Lass mich hier hoch. Was knurrst du hier so rum? Was? Das ist die schlechteste Waffe auf dem Feld. Welche hast du denn? Deine Hammerbrust wieder? Voll Strecker. Okay, erledigt. Die wollen uns eindeutig nicht in der Mine haben. Ja, aber wir müssen darauf. Nehmen wir den Lift. Weil diese Hammerbrust ist ja tatsächlich gar nicht schlecht. Nee, ne? Die habe ich mir jetzt auch wieder geholt. Boah, hier ist schon wieder so eine fette. Jack, bring. Ich habe auch so eine. Aber ich will lieber. Verliere dann meine geile. Willst lieber eine Hammerbrust haben? Dann leg los, Kleiner. Los, mach den Schweißbrenner an hier. Bidu. Oh, er macht's mit einer Bombe, okay. Oh, was ist das? Oh oh. Kate, die andere Flussseite. Ich sehe sie. Halt sie auf. Immer schön auf dem Fußboden. Das funktioniert sehr gut. Zeit zu schwimmen. Das ist so geil. Das bringt richtig Spaß. Oh Scheiße, ein Zeil! Und da ist eine Bastion. Der nicht lange Waffe auf der Welt, ey. Wo gehst du denn hin? Du musst Waffen sammeln, ey. Ich hatte keine Munition. Ja, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich komm zurück zu dir. Das war ein Gegner, Jack. Da kommen noch mehr. Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben. Du bist Geschichte. Also ganz ehrlich, das ist jetzt gar nicht zu viel. Vor allem kann ich vor dir auch nicht auf den Boden. Du kannst genau vor meiner Nase rum! Alter, ganz ehrlich, ich habe so schlechte Waffen. Welche Waffe hast du denn? Vielleicht können wir dir, ja, können wir dir helfen. Ich hatte leider meine Hammerbrust war leer. Mhm. Und dann scheiß Vollstrecker, der bringt einfach gar nichts.
Was ist denn das für eine Waffe? Ja, eine richtig schlechte, das ist die von den Gegnern. Das ist die, die die haben, quasi. Ja, aber die haben doch auch die Hammerbrust. Ja, aber manche haben auch nur diese, Vollstrecke. Vollstrecke? Oh oh. Kate, die andere Flussseite! Ich sehe sie! Wollen wir hier, hier bleiben? Hier sind wir so ein bisschen erhöht. Du bist Geschichte! Das ist echt ein Abfuck, ey. Oh, das ist doch wohl ein Witz. Was war das? Ich wurde von diesem fliegenden Ding wieder angegriffen. Da kommen noch mehr. So, ich muss jetzt tatsächlich mehr Munition holen. Ich bräuchte Hilfe. Bist du, was heißt das? Tod? Ja. Ah. Ja, und jetzt wenn. Oh, Alter! Ich lag auf dem Boden, Eggy. Er hat meinen Kopf genommen und auf dem Boden zerquetscht. Hat das raufgeklatscht. Ne? Alter! Ja. Mega so, pass auf, lass uns einfach hier zusammenbleiben. Dann muss man auch nicht ja, aber dann kommt man nicht so. Man kommt nicht so gut dann nach links. Es ist zu breit, ehrlich gesagt, glaube ich persönlich. Aber was willst du links? Ja, da kommen wir alle von links. Ja, und dann jetzt erstmal nur. Jetzt können wir sie noch wegsammeln. Wenn wir hier bleiben. Interessant wird es ja erst, wenn die dicken Klopse kommen. Ja. Oh, zu kalt für dich? Noch mehr! Mann, die wollen uns echt nicht in der Mine haben! Ausgelöscht! Der Revolver macht super Schaden. Keine Ahnung, wie. Weg da! Wir hatten einen Sprengsatz hinten drauf. Okay, alles sauber. Ah, alles klar. Komm, wir können jetzt erstmal Munition sammeln, okay? Auf jeden Fall. Wir haben einfach alles, was wir hier. Was ist für mich?
Der Gnasher, den will ich nicht haben. Ja, und ich will auch nicht diese scheiß Lancer-Waffe haben. Gnasher. Die haben echt schlechte Waffen. Die Lancer ist echt scheiße, ja, das stimmt. Was war das? Welche ist denn die, die du so scheiße findest? Vernichter oder wie hast du die genannt? Vollstrecker heißt die. Vollstrecker? Ich weiß immer noch nicht, welche du meinst. Ja, eine ganz schlimme Waffe, Erkid. Ach, ist es diese mit diesen... Nee. Hast du genug gesammelt? Nein, ich habe kaum Munition. Tatsächlich kaum Munition, egal. Da findet sich schon was. Hier rein. Ach da. Ich muss gleich mal pullern. So, Robert ist wieder da. Sorry, ich gucke zu selten auf den Chat. Was geht ab? Ja, wir spielen Gears 5. Und es ist optisch, es ist ein wunderschönes Spiel. Das ganze Ding war ein Non-Con-Lager. Lina, aber man merkt, es ist ein Konsolenspiel, deswegen ist es so ein bisschen clunky. Ja, aber das heißt... Aber... Wir sollten vorsichtig sein, mir fehlt so ein bisschen Story, also... Was ist hier oben? Wir fangen jetzt natürlich mit dem fünften Teil an. Und haben... Nice. Lohnt sich das da oben? Nee, nur ein bisschen Munition. Und haben natürlich keinen der vorherigen Teile gespielt, deswegen... Fehlt uns natürlich extrem viel, aber. Wenn Lina und Norsko die Wahrheit sagen. Ja, schock trotzdem. Pass bloß auf. Wo bist du denn? Ach, ich wollte mal hier hingucken, du kennst mich ja. Ich bin Durchsucher. Was ist ein Durchsucher? Hier ist eine Blutspur. Aber hier ist nicht. Vierte Halen. Nee, ich. Habe wohl mal gehört, dass es Gears of War 1 gibt. Das war, glaube ich, früher ein exklusiver Konsolentitel. Jetzt habe ich Munition. Ich habe eine Version. Ja, ich sehe dich schon wieder. Eine Version. Welche, welche Version hast du denn? Ich sehe meine Mutter. Ich kann nicht mehr rennen. Du läufst da drum wie, du läufst rum wie so ein Schlafwandler. Sie haben sich offenbar heftig gewehrt. Das hast du gesehen in deiner Version. In meiner Version war meine Mutter da in diese in dieses Alien-Gedöne drin. Deine Mutter war die dir so eingenistet. Ja, ja. Eingebettet in dem Alien-Körper. Los, bring dich hinter uns. Sie hat gesagt, befrei mich. Haben wir ja im Endeffekt, ne? Haben wir das schon? Ja, in dem Teil davor. Also quasi, als wir das Spiel angefangen haben, war das in so in diesem Anfangsvideo. Ich dachte, wir wüssten, wo alle... Komm, pass mal auf, hier links. Ich weiß jetzt schon, was da jetzt gleich abgeht. Wie das? Non-Cons wollen nicht befreit werden. Vor allem nicht von der Chor. Besser wir finden sie als der Schwarm. Oha, Minenarbeiter. Ich weiß jetzt schon, was hier passiert. An der Aufteilung des Raums. Haben wir viele. Ich möchte das nicht. Du möchtest das nicht? Nein. Baronk? Baronk nicht. Das ist mir zu anstrengend. Ich bin schon müde. Wenn du müde, wenn du aufhören willst, sag Bescheid, ne? Danke, Erki. Ja, wir zocken immer together. Wir machen doch alles together. Was für ein, was ein dicker Bohrkopf hier. Heftig. Sehr interessant. Dann wollen wir mal. Oh oh. Scheiße. Wie erwartet. Erkiert. Hier sind deine Därme. Unglaublich, dass Lina und Moskau das überlebt haben. Sehen wir uns um. Vielleicht finden wir irgendwo Sprengstoff.
Das ist das Eklige. Der Impuls sagt nichts. Ich versuch's nicht zu tun. Ich hab hier was gefunden. Aber vielleicht ist da noch ein Teil. Was ist das? Das ist Spezialmunition. Ich nehme mir die einfach mal. Ich konnte sie nicht nehmen. Nee, da hast du keine Spezialwaffe. Ich konnte sie nehmen. Das sind zwei Schuss für meine Waffe, die heißt Boomshot. Boom, boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Bisschen müde, ne? Ich aber auch. Ich war schon ja auch am Überlegen, nicht zu spielen, aber dann dachte ich, ich will aber unbedingt spielen. Cool, dass du da warst. Ciao, Robert! Robert! Bring uns, ich verbreite uns, ne? Wir brauchen mehr Follower und so. Ja, come Robert on, ist come schon, on. Ist tatsächlich dabei, uns zu promoten. Hilfst du mir bitte? Es geht ab. Ja, wirklich? Ja, er promotet uns nicht aktiv, aber er ist auch einer, der uns unterstützt. Ciao. Ciao. Jetzt ciao. Geht's ab. Knallen wir ihn ab! Was ist denn? Immer auf den Bauch. Boah, ich bin jetzt schon verletzt. Geil. Und weg. Oh, guck mal, hier ist der. Mach Hilfe! Lina. Ja. Bin getroffen. Alter. Ja. Hat er mich gerade aufgefressen? Steck ich in ihm drin? Du bist in ihm. Hä? Ich lebe wieder. Ich bin verwundet. Ich bin tot. Hä? Danke, Robert, fürs Husten. Lass mal kurz bei Jack noch einstellen, Tarnung. Das können wir immer nur kurz machen, aber das ist vielleicht keine schlechte Idee. Was mir aufgefallen ist, da wo wir jetzt gerade gestorben sind. Knallen wir ihn ab. Tarnung. Ey, ich bin direkt tot. Kannst du mir bitte aufhelfen? Oh, ich auch. Ja, Jackie Boy hat mir geholfen. Warum? Wir stehen uns einfach nur gegenseitig im Weg rum. Ich bin wieder tot. Ich brauche hier Hilfe! Alter! Das Problem war, jetzt sind wir gestorben, weil wir beide zu nah aufeinander standen und uns beide gegenseitig weggeblockt haben. Ja, ich renne jetzt nach rechts und du rennst nach links. Ja, ich glaube aber, dass einer von uns direkt irgendwie niedergeschossen wird. Direkt links. Ich glaube direkt links. So, alles klar. Ja, sag ich doch. Ich bin in ihm drin, er hat mich gefressen. So, ich lebe wieder. Ich nehme mal hier meinen Boomshot. Granate raus! Schärfe Granate! Hilfe. Ja, wo ich sehe dich. Ich bin hammer weit weg. Ja. Ich bin jetzt in ihm drin. Alter, okay, ist das dumm. Er kotzt mich ab. Aus. Oder so. Ah, scheiße. Hä? Alter, was ist das für eine Scheiße? So, direkt weg. Ich hoffe hier. Schon wieder direkt tot. Hat er mich gegessen? Jetzt spuckt er mich gleich wieder auf und dann lebe ich aber irgendwie, ja? So. Fuck. Oh Mann, wieso frisst der mich immer? Oh.
überlebt. Sehr gut. Oh, ich dachte, du wärst tot. Renn, nee. renn. Wir müssen weg von diesen ganzen Viechern. Wir müssen seine Ads treffen. Ich habe hier sofort wieder Hilfe. Tot. Diese Ads, die gehen mir so auf den Sack. Okay, er hat mich wieder gegessen. Vielleicht lebt er mich jetzt noch wieder. Fuck, was war das denn jetzt? Alter, was ist das denn hier? Okay, er hat mich wieder. Er belebt mich aber auch immer wieder. Ich hab wieder in ihm gegessen. Wo bist du denn, ey? In ihm. Ich glaube, wir müssen mehr Fokus auf seine Apps legen, weißt du? Ich hab ihn. Oh, nein. War das ein Abfuck? Okay. Boah, diese Mistviecher, ey. Okay. Alter. Dieser große Bohrer lief bestimmt mit Phosphortreibstoff. Okay. Also, wenn man Phosphor, Wasser oder Sauerstoff aussetzt, entzündet er sich. Das könnte unser Eisproblem lösen. Dann nehmen wir, was übrig ist. Jack, du trägst den Phosphor und wir, naja, wir sehen dir dabei zu. Das war's doch nicht! Jack, oh ne, Alter. Wenn er hochgeht, war's das! Wie bitte? Jackie Boy beschützen. Ja. Den Sprengstoff dabei. Oh, diese Geräusche machen mich fertig. Das ist doch wohl ein Witz. Ich hab mich hinter so einer Beule versteckt. Erwischt. Pass auf, da. Nadine? Ja. Ich hab eine Frage. Was? Ich bin unter Spannung, okay? Wo ist da? Das weiß ich auch nicht. Da. Bitte mach deine Waffe da. Ja. Es ist nicht mehr allzu weit. Ach ja, man sagt das mal denen.
fuck, keine Muni mehr, Alter. Ah, weiß Leute, jetzt kommt der Revolver. Könnte gut noch ein paar Hammerbirth-Sachen haben. Ja, Hammerbrust fehlt mir auch. Die Lanzerwaffe ist einfach nur weak. 18 Schuss noch im Revolver. Ey, wo ist Jackie überhaupt? Oh, haben wir ihn da hinten vergessen oder was? Wie vergessen? Ist er in die Luft geflogen, oder? Ich glaube ja. Wo bist du denn, du Kleiner? Ja, er hat sich verlaufen. Er war hier in der Etage über uns. Idiot. Wir haben für so etwas keine Zeit. Let's go. Diese Lancer-Waffen, die stören mich. Wo willst du denn schon wieder hin? Er fährt schon wieder zurück. Du sollst hier bei uns bleiben. Müssen wir langsamer mit ihm gehen, oder was? Das kann sein. Kann er wohl hier auch noch so ein Ding aufmachen oder kriegt er das nicht mehr hin jetzt? Na, du bleibst hier. Du bleibst hier. Hä? Kann es sein, dass er ein bisschen verwirrt ist, Alter? Guck mal. Er will nicht weiter als hier. Komm, wir gehen einfach mal weiter. Hey, jetzt geht er wieder. Kate, andere Seite! Komm, Kate. Kate. Ach so, vielleicht holen wir ihn quasi dann von der anderen Seite, oder was? Ah, okay. Ah, okay, Ecki, ah. Los, Jack, Bewegung! Ah. Da ist er. Hä? Verstehe ich auch nicht. Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Markus. Ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie du meinst. Sieht alles aus wie so eine Kampfarena, ne? Sieht so geil aus, Mann. Oh, ah, da kommen Scheiße, sie schon. Kate, da sind noch mehr! Dann kämpfen wir uns den. Komm, wir gehen wieder rein. Hier haben wir gute, hier haben wir eine gute Deckung. Ich rechts, du links. Komm zurück. Heftig. Ich hab eh keine Munition mehr, ey. Es kann gar nichts mehr. Reinrennen zu lassen. Da ist ein Scheiß! Oh, verdammt! Ich brauch Hilfe! Scheiße! Auf Hilfe! Ja, ich komm nicht zu dir, die steht auf dir drauf. Ja, okay, ciao. Kein Nullschuss. Nullschuss. Also, ich hab auch nämlich nichts mehr. Also hast du auch 0,00 Schuss? Du hast nichts mehr. Ja, 0,0. Ich muss mal gucken. Weil oder hast du noch eine Handwaffe oder irgendwie sowas? Ja, ich glaube so einen kleinen Buff. Oder hast du den Revolver, mit dem ich größtenteils schieße? Eventuell. Ich guck mir das gerne mal an, Erki, was ich hier für dich hab.
Ich dachte ja, wir hätten es schon, aber dann kommt der Fettsack da wieder raus. Und nirgends ist Munition. Okay, bringen wir diesen Scheiß zum Skiff und kontaktieren Markus. Oh, ich sag's dir, dieser Scheiß wird das Eis schmelzen. Wie, du meinst? Ich hab insgesamt noch 35 Schuss. Ich hab 18 plus 12. Also, das ist das viel zu. Wir müssen hier jetzt diese Gnäscher-Sachen aufsammeln. Ey. Alles, was liegt. Ja, pass auf. Dann nimmst du die und dann nehme ich die andere hier, oder was? Das ist stimmt. Die Launch, Lancer-Waffe. So, pass auf, wir locken sie jetzt an und gehen jetzt einmal hier wieder rein, ja? Oder hier hoch? Scheiße, Kate, da sind noch mehr! Munition. Dann kämpfen wir uns den Weg über die Brücke frei! Nee. Schnell wieder rein, schnell wieder rein. Jack sich vielleicht da mal verpissen. Da kommt noch eine Wave. Lass sie reinkommen, dass wir besser treffen. Wie oft schießt du denn mit deiner Waffe? Ja, das ist die, die keinen Schaden macht. So, ich habe jetzt diese Overkill-Waffe, die nehmen wir jetzt für den Dicken. Ja, perfekt. Da musst du halt genau ranrennen und ihm in die Schnauze schießen. Warte, ich guck nochmal, ob hier Munition ist. Ich hab eine Idee. Da gar nichts. Pass auf, ich hab eine Idee. Ich bleibe hier beim blauen Container. Ja? Mhm. Und versuche dir Deckung zu geben. Du gehst dahin, rechts an den gelben Container ran. Warte, ich gehe noch einen Container weiter. Oh, verdammt! Genau, da bleibst du in Deckung. Und du wartest, bis der Fette kommt. Und du bleibst in Deckung, genau. Und ich nehme die Ads, die kommen. Pass auf, da kommt er jetzt. Mal schön in die Schnauze schieben. Ich muss nachladen! Jetzt muss ich den Revolver nehmen. Okay, das ist Deckern. Komm schon! Ich hab ihn gleich. Jack ist tot. Aber Jackie Boy ist kurz vor tot. Ja, ab durch den Zug und dann raus hier. Oh. Können wir ihm nicht helfen? Ja, ich glaube, ihm geht's gut, aber diesen komischen, seiner Bombe nenne ich es jetzt einfach mal, der geht's nicht gut. Das ist auch immer eine Action, ne? Wenn auf einmal so ein Miniboss kommt. Ja. Also noch mehr schaffe ich jetzt auch nicht. Vom Herz her. Moment, ich sehe mir das an. Vielleicht hier hoch? Das könnte ein Weg hier sein. Ja. Nun, hierher zu kommen, zweifellos eine einmalige Erfahrung. Die scheinen sich da draußen zu stapeln. Ich muss immer wieder an die armen Leute in der Mine denken. Was du im Tunnel gesagt hast. Du hast recht. Wir hätten sie finden müssen. Ja, aber du hattest auch recht. Man kann niemandem helfen, der das nicht will. BJD zum Beispiel. Ja. BJD. Meinst du, er wird irgendwann wieder er selbst? Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Aber ich weiß nicht. Falsch? Nee, nee. Aber hier war das ja, wo wir diese komische Zeitreise hatten. Kate. Weißt du? Da, wo wir ja so einen kleinen Absprung runtergegangen sind. Bringen Sie den Treibstoff zurück zum Schiff.
Port abgeschlossen. Ja, Nadine, ich glaube, sollen wir hier Schluss machen? Kannst du den Phosphor tragen? Ja, würde ich auch sagen. Ja, alles klar, cool. Schön, weil ich das gerne noch sprengen langsam würde. Magst du ihn, oder? Jack ist ein guter. Komm, sollen wir noch sprengen? Ja, dann sprengen wir. Ein kleines mechanisches Herz auf. Übrigens, danke, dass du da bist. Wenn du nicht hier wärst, wäre das Ganze... Es wäre schwierig. Warte, bedankst du dich bei mir oder bei Jack? Bei Jack? Tut mir jetzt mit dem Ding gefahren? Oh ja, der war gut. Lass einfach mal. Mal sehen, wo wir landen. Marcus, wir haben Phosphortreibstoff gefunden. Der meint, damit kommen wir durchs Eis. Ach, shit. Nein, der weiß, dass okay. Wir damit durchs Eis kommen. Geht auf mich. Rechts. Phosphor, seid vorsichtig. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, zu dem Stern da. Da kann ich weißt ja jetzt du, einfach... Weißt du, wir könnten noch eine Runde skiffen. Das Eis läuft uns nicht weg. Hey, du fährst. Was hast du vor? Weiß nicht. Mal sehen, was wir finden. Bis morgen wieder zur Arbeit. Nice. Nadine weiß eigentlich, dass wir auf unserem Video schon 12 Views haben. 12 Nasen haben sich unseren Scheiß angeguckt. Aber wahrscheinlich auch schnell wieder ausgemacht. Ja, davon gehe ich aus. Kate, ein kleines Detail. Wenn wir das Eis durchbrochen haben, könnte es schwer werden, wieder hochzukommen. Damit müssen wir dann wohl klarkommen. Na gut, dann zünden wir den Phosphor mal an. Aber wo war denn das Leuchter hier? Ich mach irgendwas. Sie sind dabei, das Teil zu verlassen. Eine Rückkehr ist nicht möglich. Verlassen oder zurückgehen? Hä? Ach so, das heißt... Eins oder zwei? Ja, wir wollen... Pass auf. Wenn wir dieses Tal verlassen, können wir hier halt nicht nochmal zurück, weil die Mission dann hier abgeschlossen ist. Dann haben wir kein Schneelevel mehr. Aber wenn wir das jetzt sprengen. Genau, aber wir wollen das jetzt sprengen. Wir wollen ja weiterkommen. Also würde ich sagen, wir wollen es sprengen. Zwei. Hey, na los, platzieren also wir den verlassen, Phosphor. Ne? Ich sehe nicht, was dir angeboten wird. Lies mal vor, was wir denn... Sie sind dabei, das Tal zu verlassen. Eine Rückkehr ist nicht möglich. Eins, zurückgehen. Zwei, verlassen. Ich weiß nicht, was gemeint ist. Ja, verlassen. Okay, verlassen. Dann spreng. Ich mach's jetzt. Gemacht. Das sieht richtig aus. Warte mal kurz. Was? Dieses Zeug da. Es heißt Phosphor. Ja, na schön. Es braucht also Sauerstoff und Wasser. Ja? Tja, wir setzen es einer Riesenmenge Eis aus. Also... Sauerstoff und Wasser? Ja. Das wird schon. Und woher weißt du das? Thermodynamik. Na, Reaktionskinetik. Kann mir mal jemand verraten, wann die Chemiestunde vorbei ist? Das wird schon. Das wird schon. Na los. Komm schon, komm schon. Geh mal lieber noch einen Schritt zurück. Genau. Sicherheit geht vor. Ha! Ich hab's ja gesagt. Oh, oh. Scheiße! Nein. Das wird schon! Wie? Der ist komplett dicht gefroren, der See. Ja, und jetzt sind wir in einer Halle. Alles gut. Da. Das muss der Funkturm von Kadar sein. Das Labor ist hier. Komm schon. Jack, alles klar? So, weißt du, du musst nicht ehrlich sein. Ja. Hey Marcus, dann machen wir jetzt Chance, Schloss, Leute. Das Dibis sieht ja aber richtig geil aus mit so einem Eisding. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ja, das Eis ist sicher. Dann würde ich hier sagen, zurück zur Lobby. Ja.
Okay, dann lasst uns mal von unseren Viewern verabschieden. Freunde und Fans, es war wieder schön mit euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Oder wir hoffen, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall. Danke, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Supportet uns, teilt, wo ihr könnt. Leute. Daumen hoch. Ach ja, wir laden das natürlich wie immer bei Twitch hoch und bei YouTube. Könnt ihr einfach mal gucken. Genau. Ja, alles klar. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.